haben einen sehr engagierten Wahlkampf in den letzten Wochen hinter uns. Eigentlich kann man sagen, es sind mindestens 2, 3 Monate gewesen, die wir darum gerungen haben, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass die Linken aus Deutschland gestärkt in das Europaparlament kommen. Das war keine einfache Auseinandersetzung, allein schon vor dem Hintergrund der Veränderungen, die es gegeben hatte, nicht nur mit Blick auf das Wahlrecht. Es war uns von vornherein klar, dass wir mehr Stimmen brauchen, um unser Wahlergebnis von 2009 zu wiederholen. Es war völlig klar. Das haben wir aber auch erreicht, indem wir fast 200.000 Stimmen dazugewonnen haben. Das ist erstmal unterm Strich ein gutes Ergebnis, wenngleich wir natürlich bedauern, dass wir ein 8. Mandat, wie wir es bisher hatten, nicht mehr halten können. Gut, das ist das eine. Das andere ist, wir haben während dieses Wahlkampfs auch sehr deutlich gemerkt, dass sich an den sozialen Fragen, an den Fragen aber auch um die Zukunft der Europäischen Union und inwieweit bleibt die Europäische Union oder ist die Europäische Union tatsächlich ein Friedensfaktor, sich der Wahlkampf spaltet und die Menschen konkrete Auskünfte haben wollen. Wir haben Ihnen sehr konkret sagen können, dass wir das Konzept, das die Regierenden bisher vertreten haben, für falsch halten. Mit Blick auf das Krisenmanagement, mit Blick auf den Weg, der insbesondere die Ärmsten der Armen in den am meisten von den Schulden betroffenen Mitgliedstaaten betrifft. Wir haben gesagt, das muss sofort beendet werden. Und ich denke, dass wir diesen Zuwachs erreichen konnten von 200.000 Stimmen, ist unter anderem auch eine Reaktion von Menschen darauf, dass sie einen solchen Weg für wichtig halten. Allerdings, das sage ich ja auch deutlich, brauchen wir dazu in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren weiter eine enge Kooperation mit allen, denen es wichtig ist, dass es wirklich zu einer anderen Politik in der Europäischen Union kommt. Das muss weit über uns hinausgehen und ich sehe vor allem 3 Punkte, warum wir auch stolz darauf sein können, dass wir im Rahmen der Linken in Europa stärker ins Europaparlament ziehen. Das ist zum einen, wir werden damit die Möglichkeit haben, viel klarer als bisher denjenigen eine Stimme zu geben, die von den Regierenden bisher nicht gehört werden wollen, die man nicht zur Kenntnis nehmen will. Das ist der erste Punkt und den halte ich für ungeheuer wichtig. Zweitens, wir sind in der Lage, klar und deutlich unseren Anspruch auf eine andere Politik, auf eine Politik hin zu einer sozialen, solidarischen Integration in der Europäischen Union anzusprechen, das als Forderung mit Alternativen zu verbinden. Wir haben dazu eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht und die werden wir auch in den nächsten Wochen, Monaten gemeinsam mit unseren Freunden in der neuen Fraktion auch vertreten und Initiativen dazu starten. Und das Dritte, und das halte ich auch nicht für unwichtig, wir werden vor dem Hintergrund unseres Ergebnisses hier in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch innerhalb der Europäischen Union klar Ansprechpartner, Partnerin für all jene sein, die als EU-weite Initiativen, Netzwerke, Organisationen außerhalb des Parlaments für eine andere Europäische Union eintreten. Insbesondere solche Themen wie wenn es um TTIP geht, also das EU-Freihandelsabkommen mit den USA, wenn es um Fragen der weiteren Verhinderung der Privatisierung von Wasser geht, wenn es um die Fragestellung geht, wie sieht es mit der Arbeitszeit künftig in der Europäischen Union aus, wie sieht es weiter mit dem Renteneintrittsalter und den EU-weiten Mindesteinkommen, EU-weiten Mindestlöhnen und EU-weiten Mindestrenten aus? Und wie sieht es mit solchen Fragen aus, einer Besteuerung, insbesondere der Superreichen, die Verantwortung für die entstandene Krise gefälligst übernehmen sollen? Also in dieser Frage sind wir froh und auch sehr stolz drauf, dass die Europäische Linkspartei, die ja in der Fraktion im Europaparlament, also in der Fraktion der Linken, einen Teil der Parteien stellt, dass aber diese Europäische Linkspartei, zu der wir gehören, Alexis Tsipras als Spitzenkandidat nominiert hatte.
Das ist aus meiner Sicht eine Öffnung der europäischen Linken hin zu einer gemeinsamen europäischen linken Politik auch gewesen. Das ist ein wesentliches Zeichen und ein wesentlicher Faktor dafür gewesen, dass wir uns sehr darüber freuen können, dass wir wieder Linke aus Italien bei uns in der Fraktion mit hoher Wahrscheinlichkeit begrüßen können. Dass die Linken aus Griechenland, insbesondere Syriza, die Linken aus Portugal, Sinn Féin aus Irland, wesentlich stärker bei uns in der Fraktion vertreten sein werden und dass auch aus den skandinavischen Ländern Zuwächse möglich geworden sind. Darauf sind wir stolz, das bietet uns eine gute Grundlage und wir werden uns jetzt schon in diesen Tagen untereinander verständigen und dann nächste Woche voll mit unserer gemeinsamen Arbeit anfangen.